Pachirisu ist ein Pokémon mit dem Typ Elektro, existiert seit der 4. Spielgeneration und gehört zur Gruppe der sogenannten Elektronager. Pachirisu ist ein kleines, eichhörnchenartiges Elektro-Pokémon, hat zwei kleine Pfoten und Beine, mit denen es durch die Baumkrone springt. Im Vergleich zu seinem Körper hat es einen großen Schweif mit drei struppigen Haarsträhnen. Sein Körper ist hauptsächlich weiß, weist jedoch türkisfarbene Ohren sowie einen türkisfarbenen Streifen auf, der über seinen Rücken hinab bis zum Schweif reicht. Bei Shiny-Exemplaren sind die Streifen sowie die Öhrchen pink gefärbt. Dabei kann es vor allem eine gute Mischung aus speziellen und physischen Attacken nutzen, wo es sich gerne mit Elektro- und Normalattacken abwechselt, wie beispielsweise Donnerwelle, Ladungsstoß, Zuflucht oder Donner. Seine Fähigkeit ist einmal Angsthase und sorgt dafür, dass es leichter entkommen oder leicht aus dem Kampf fliehen kann. Eine andere Fähigkeit, die es haben kann, ist Mitnahme, wodurch es gelegentlich Items aufheben kann. Und die versteckte Fähigkeit ist der Voltabsorber, wodurch es Elektrizität in Kraftpunkte umwandeln kann und damit natürlich auch kein Schaden durch Elektroattacken bekommen kann. Pachirisu ist ein wendiges und flinkes Pokémon, das in Baumwipfeln lebt. In seinen Backentaschen kann es elektrische Energie speichern, die es über seinen buschigen Schweif abgibt. Es kann mit Strom geladene Fellknäuel bilden und Energie selbst in Bäumen speichern, um sie aufzubewahren. Dabei teilt es seine Energie mit Artgenossen, indem sie ihre Backentaschen aneinander reiben. Dabei hat Pachirisu keine Vorstufe und ist noch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln, und mit seinem Typen Elektro nimmt es halben Schaden gegen Flug, Stahl und Elektroattacken, es sei denn, es hat die Fähigkeit Voltabsorber, dann wird es immun gegen Elektroattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Bodenattacken und der Rest macht normalen Schaden.